Go, powered by Turmöl. Manche schwimmen mit dem Strom und sind damit sehr erfolgreich. Manche schwimmen gegen den Strom und kommen damit genauso gut durchs Leben. Doch Mazda sagt, wir hören auf zu schwimmen und stecken einen Wankelmotor in den MX-30. Man möchte ja fast behaupten, dass in Japan die Uhren ein wenig anders ticken. Denn wo man sich in Europa hauptsächlich mit großen E-Auto-Batterien befasst, setzt man im Land der aufgehenden Sonne auf kreativere Lösungsansätze. Allen voran Mazda. Also eines muss man Mazda lassen, wie man über den Tellerrand hinausblickt, das weiß man dort. Bestes Beispiel, der hier, der Mazda MX-30 eSky Active REV. Schaut aus wie das erste rein elektrische Modell von Mazda, ist aber tatsächlich der erste serielle Plug-in-Hybrid mit Wankelmotor. Der Wankelmotor, der mit einem Rotationskolbenprinzip arbeitet, ist eine lang gepflegte Liebe von Mazda und war in den letzten Jahrzehnten hauptsächlich in sportlichen Modellen zu finden. 2023 findet dieses Motorkonzept in den Mazda MX-30, allerdings nicht als primäre Antriebsquelle, sondern als Unterstützung des hocheffizienten E-Antriebs. Das ändert nicht nur den Arbeitsbereich des Wankelmotors, sondern verbessert sein Image drastisch. Zum Wankelmotor gibt es ja relativ viel Halbwissen und auch ein bisschen eine schlechte Nachrede, denn früher war der Wankelmotor negativ bekannt für, er braucht relativ viel Öl, weil die Dichtungen nicht sonderlich lang halten, und dann braucht er auch viel Sprit. Das ist natürlich heute kein Thema mehr, weil die positiven Eigenschaften, die überwiegen beim MX-30 REV. Man lässt den Motor einfach bei einer Drehzahl laufen, bei der er am effizientesten ist, und lädt damit die Batterie, und die Batterie speist dann den Elektromotor. Man ist zwar mit einem seriellen Plug-in-Hybrid unterwegs, aber man fährt immer elektrisch angetrieben. Alles, was man vernimmt, ist das sonore Summen des 830 Kubikzentimeter großen Wankelmotors, wenn er gleichmäßig Energie für die Batterie produziert. Nur in Fahrsituationen, in denen die Batterie schon zu wenig Energie hält und man stark durchbeschleunigt, hebt sich die Drehzahl des Motors ein wenig. Schließlich wird in diesem Moment auch mehr Strom für den E-Motor benötigt. Was kann ich mir davon im Alltag erwarten? Also, nach WLTP reicht die 17,8 Kilowattstunden Batterie für 85 Kilometer. Ich weiß, ist nicht viel, aber dranbleiben. Statistisch fährt man in Österreich pro Tag rund 40 Kilometer. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, zu Hause zu laden, kann ich die ganze Woche über damit rein elektrisch fahren. Wenn ich dann am Wochenende weiter rausfahren möchte, aufs Land oder sonst irgendwo hin, dann kommt der Wankelmotor zum Zug, der springt dann an und übernimmt dann die Langstrecke. Langstrecke bedeutet beim MX-30 REV eine maximale Reichweite von bis zu 680 Kilometer ohne Zwischenstopp. Mit 170 Elektro-PS muss man dabei auch nicht darben, denn e-autotypisch ist die Kraftentfaltung durchaus mit sportlichen Grundnoten versehrt. Der größte Unterschied vom MX-30 zum MX-30 REV ist definitiv, dass ich mir die Grundfrage nicht mehr stellen muss mit komme ich weit genug. Denn wo man beim MX-30 schon ab und zu überlegen musste, ui, komme ich da in einen Rucker durch, erledigt sich das Thema beim REV. Es ist halt eine Frage des Fahrprofils. Ich würde sagen, ganz eine persönliche Geschichte. Aber das Auto an sich ist natürlich vollkommen in Ordnung. Denn sowohl das Außen- wie auch Innendesign entspricht in weiten Zügen der rein elektrischen Variante des MX-30. Somit gibt es auch bei der Qualitätstiefe und der Verarbeitung des MX-30 REV keine bösen Überraschungen. Mazda hat die Autowelt wieder mal verblüfft, und zwar mit einer außergewöhnlichen Motorlösung. Und ich denke, diese Elektro-Wankel-Geschichte wird nicht das letzte Mal sein, dass man die bei Mazda sieht. Hoffentlich. Von Zeit zu Zeit wird bei einem Smartphone ein Update fällig, und dann macht man das und denkt sich, naja, großartig geändert hat sich nichts und eigentlich fühlt es sich auch ein wenig langsamer an. Skoda hat beim Enyaq auch ein Update durchgeführt, nur da ist das Gegenteil der Fall, denn der ist schneller. Schneller zum Fahren, schneller zum Laden und auch schneller in der Bedienung. Doch, sehen Sie selbst.
Herr und Frau Österreicher sind Fans von Elektroautos. Dabei zeigen wir aber klare Referenzen, denn nur elektrisch allein reicht uns offensichtlich nicht. Der Skoda Enyaq ist auf Platz 2 der meistverkauften Elektroautos in Österreich. Damit das auch künftig so weitergeht, gibt es ein umfassendes Technik-Update und ganz nebenbei auch noch eine neue Ausstattungsvariante. Die neue Laurin- und Clement-Ausstattung soll die Modellpalette nach oben hin abrunden. Und zwar nicht nur für das Coupé, sondern auch für das SUV. Das wohl auffälligste Außenmerkmal sind wohl die exklusiven Laurin- und Clement-Felgen und platingraue Details rund um das Fahrzeug. Mit der Laurin- und Clement-Ausstattung gibt's für außen ein paar kleinere Änderungen, die aber gar nicht so schwer ins Gewicht fallen. Wichtiger ist das, was innen passiert. Es gibt nämlich eine wesentlich luxuriöse Innenausstattung in zwei Farben. Eine ist eher dunkel gehalten, die andere ist die, in der ich jetzt unterwegs bin. Das ist so ein Beige, würde ich es mal nennen. Und Hauptbestandteil sind die Sitze, denn die bringen es jetzt auf BBM, nämlich beheizt, belüftet und massierend. Doch wichtiger als die neue Ausstattung des Enyaq sind zweifelsohne die technischen Änderungen, die unter dem Blech stattgefunden haben. So fallen die Modelle 80 und 80X aus dem Sortiment. Ihre Rolle wird von den Modellen 85 und 85X übernommen. Doch damit nicht genug, denn dazu gibt's auch neue Motoren, die mehr Power haben, mehr Drehmoment, wesentlich energieeffizienter. Mit der größeren Batterie kommst du auch weiter als vorher. Also es ist im Grunde genommen schon fast ein neues Auto. Das ist kein Facelift, sondern das ist echt eine Technikänderung. Kein Update, Änderung. Das bedeutet, die Modelle 85 und 85X treten ab sofort mit 285 PS an. Zusätzlich wurde die Batterie optimiert und mit einem verbesserten Thermomanagement ausgestattet. Das steigert die Reichweite beim SUV auf 560 und beim Coupé auf 570 Kilometer. Im Zuge dessen lässt sich die Batterie der Allradvarianten des 85 auf Bedarf nun auch schneller laden, nämlich mit bis zu 175 Kilowatt. Doch was bei allen Skoda Enyaq Modellen künftig gleich und ebenfalls neu ist, ist das Human-Machine-Interface. Klingt jetzt ein bisschen gespreizt, tatsächlich heißt es die Art, wie ich mit dem Auto kommuniziere und das Auto mit mir. Also die Oberfläche am Touchscreen, die ist jetzt neu. Für mich als Skoda-Fahrer, der ich schon des Öfteren war, nämlich auch den Enyaq, habe ich mich an das alte System gewöhnt und war im ersten Moment ein bisschen überrascht, dass ich nicht gewusst habe, wie man die Klimaanlage reguliert. Doch wenn man es ein, zweimal gemacht hat, dann stellt man fest, dass man damit wesentlich besser unterwegs ist, weil das ganze System einfach smarter ist und schneller reagiert. Skoda reagiert mit dem Update der Enyaq-Modelle direkt auf die Wünsche der Skoda-Kunden und beseitigt damit die Kritikpunkte, die die Enyaq-Fanbase an die Entwickler formulierte. Nach 3 Jahren haben die Skoda-Entwickler tief Luft geholt und dem Enyaq neue Talente eingehaucht. Er ist jetzt stärker, er ist jetzt schneller zu laden, er ist einfacher zu bedienen und er ist besser ausgestattet als je zuvor. Und trotzdem denke ich, dass er künftig nicht mehr den Platz 2 der meistverkauften Elektroautos bekleiden wird. Denn es wird Zeit für Platz 1. So, und jetzt gibt's was zu gewinnen, nämlich perfekt für Weihnachten. Zweimal dieses Buch hier, eine Pflichtlektüre für alle Formel 1 und Motorsport-Fans. Da geht's um die 16 österreichischen Formel 1-Fahrer und das Buch heißt Helden der Ringe, geschrieben von Harold Mittner. Und weil wir nicht so sind, hat der Harold und auch noch was dazu gegeben, nämlich eine Unterschrift von ihm selbst, von Jochen Maas und Jost Capito. So, wie gewinnt man dieses Buch? Auf unserer Facebook-Seite findet ihr ein Video zu diesem Buch und die Frage lautet, wie viele österreichische Formel 1-Fahrer gab es? Die Antwort bitte unter das Video posten. Wir werden dann per Zufall jemand auswählen oder besser gesagt zwei und die bekommen dann das tolle Buch von uns. Also das Buch heißt Helden der Ringe und es sind 16 österreichische Formel 1-Fahrer gewesen bis jetzt. Also viel Glück! Viele Autos gehen im Straßenverkehr optisch unter und dann gibt es ab und an ein Modell, das heraussticht. Zur zweiteren Gattung gehört der Toyota CHR, das brandneue Crossover-SUV. Und das wird wohl in absehbarer Zeit ein absoluter Verkaufsschlager. Doch sehen Sie selbst.
Im Jahr 2016 war Toyota zwar für robuste und nachhaltige Autos bekannt, aber jetzt nicht zwingend für aufregendes Karosseriedesign. Gut, das hat sich mit dem ersten CHR geändert, aber das ist mittlerweile auch schon ein Zeitalter her. Und darum kommt jetzt die zweite Generation und die ist ganz im Stile des Vorgängers, fresh, cool und polarisierend. Fest steht, der Toyota CHR lässt niemanden kalt und sticht trotz der eher konservativen Farbgebung des Testwagens aus dem grauen Alltagsverkehr hervor wie ein bunter Hund. Die Karosserie wirkt wie die einer Studie. Die Spaltmaße sind auf ein Minimum reduziert. Die Türgriffe sind erstmals bei einem Toyota bündig. Sensoren, Kameras und die Scheinwerfer-Waschanlage sind beinahe unsichtbar ins Fahrzeug integriert. Der CHR ist in der Formgebung noch radikaler als sein Vorgänger. Die bis zu 20 Zoll großen Räder verstärken diesen Eindruck noch einmal. Wesentlich konventioneller geht es im Inneren des Crossover zu. Im Cockpit, da geht Toyota eigene Wege. Man setzt nämlich nicht ausschließlich auf Touchscreen-Bedienung, sondern auch auf haptische Knöpfe. Zumindest für die wichtigsten Einstellungen. Aber an Bildschirmen mangelt es dem neuen CHR trotzdem nicht. Natürlich gibt es das fette Mitteldisplay, die digitalen Armaturen und, ich persönlich mag das immer ganz gerne, ein Head-Up-Display. Der CHR ist um 3,5 cm in die Breite gewachsen. Fahrgäste genießen so mehr Platz, auch auf der Rückbank. Ein Fakt, dem man dem CHR aufgrund der Dachform gar nicht zutrauen würde. Ebenfalls überraschend üppig der Kofferraum mit 428 Litern. Je nach Motorisierung bieten die verschiedenen CHR geringfügig mehr oder weniger. Apropos Motoren, den neuen CHR gibt es ganz Toyota-like nur als Hybrid zu kaufen. Allerdings in verschiedenen Stufen der Elektrifizierung. Das Basismodell fährt mit absolut ausreichenden 140 PS aus einem Vollhybrid-System vor. Dann gibt es noch den Plug-in-Hybrid aus dem neuen Prius mit 223 PS. Wir fahren die goldene Mitte, einen Vollhybrid mit 2 Liter Benziner und einer Systemleistung von fast 200 PS und dankenswerterweise mit Allradantrieb ausgestattet. Und bei dem Wetter sieht man ja, dass das nicht nur in Westösterreich en vogue ist. Trotz ordentlich Leistung und Allradantrieb verbraucht er nicht viel. Rund 5 Liter auf 100 Kilometer, das ist schon sehr in Ordnung. Der Vollhybrid ist ja die Paradedisziplin von Toyota und ich persönlich mag das Konzept sehr gerne, denn man verbraucht wenig, ist einen Großteil der Strecke elektrisch unterwegs und man braucht seine Gewohnheiten nicht umstellen, weil man braucht ihn nicht anstecken. Bei aller Sparsamkeit bleibt der Spaß trotzdem nicht auf der Strecke. In etwa 8 Sekunden ist man auf Landstraßentempo. Der 2 Liter klingt sonor. Der Toyota reagiert auf den Druck aufs Gaspedal stets verbindlich und ganz ohne Zugkraftunterbrechung. Dazu passt sein Fahrwerk, das grundsätzlich auf der dynamischen Seite beheimatet ist. In schnellen Kurven fühlt er sich besonders wohl, die Lenkung ist erfreulich direkt. So ein kompromisslos athletisches Karosseriedesign verpflichtet dann eben doch. Und damit kommen wir zum Fazit. CHR steht für Coupé High Rider. Also ja, schon mit Coupé-Schwung im Dach, aber trotzdem hoch sitzen. Und da merkt man schon, der CHR vereint die Gegensätze wie kein zweiter. Vernünftige Motoren bei ordentlich Fahrspaß, radikales Karosseriedesign bei guten Platzverhältnissen. Und so geht die Erfolgsgeschichte weiter, garantiert. Die elektrische Modellpalette von Volkswagen hat ein neues Topmodell. Das ist der ID.7 und der ist sehr spannend. So spannend, dass ich jetzt alle Infos für euch zusammengefasst habe. Volkswagen baut kontinuierlich die elektrische Modellpalette aus und bringt als nächstes ein Modell in der gehobenen Mittelklasse. ID.7 wird es genannt und es soll demonstrieren, dass Volkswagen die Idee der Elektromobilität zu Ende denkt. Im Fall des ID.7 handelt es sich dabei definitiv um das obere Ende. Den VW ID.7 als elektrischen Passat zu bezeichnen, wäre eigentlich falsch. Also so atmosphärisch für mich ist er schon näher der Erbe des Phaeton, also der Luxuslimo. Nur halt mit Luxus vom Jahr 2023.
wie zum Beispiel die neue Generation an Sitzen im ID.7. Die ErgoActive Premium-Sitze sollen nicht nur automatisch die Temperatur und die Feuchtigkeit messen und sich eigenständig anpassen, sondern auch erstmals gezielt Muskelgruppen an der Wirbelsäule und Becken aktivieren. Alleine an diesem Sitzfeature merkt man, dass sich beim VW ID.7 alles um die Wohlfühlzone dreht. Langer Radstand, kurze Überhänge, ist ganz klar, da geht's um Komfort. Obwohl mit 286 Elektro PS könnte man es auch anders angehen, aber es geht ja auch irgendwo um die Reichweite. 621 Kilometer nach WLTP, sagt Volkswagen. Ob er das auch halten kann, das werden wir bei Go natürlich überprüfen. Um diese Angaben auch wirklich zu erreichen, wird eine neue Elektromotorengeneration verbaut, die wesentlich effizienter die Energie aus der 77 Kilowattstunden großen Batterie holt. Doch so ausgeklügelt das Antriebssetup des ID.7 auch sein mag, bei der Kaufentscheidung spielt das Design eine riesige Rolle. Wenn es ums Design des ID.7 geht, ist es natürlich eine Geschmacksfrage. Für mich ist er das schönste ID-Modell, aber eine Sache, es gibt im Konfigurator die Farben Grau, Weiß, Schwarz in diversen Kombinationen und Dunkelblau. Was ist los in Wolfsburg? Ist der Farbkasten leer? Immerhin hat Volkswagen die Prototypen bunt verpackt, wie auch die Rucksackvariante des ID.7. Vom ID.7 gibt's auch einen Kombi. Der heißt natürlich nicht Kombi, sondern ganz sexy Tourer, und sehr viel Informationen mehr gibt's auch noch nicht. Ich nehme mal an, die Motorisierung wird gleich sein am Anfang, 286 PS. Aber es gibt natürlich wesentlich mehr Laderaum. 1700 Liter sollen es sein. In Österreich hat der Tourer gute Chancen, den Löwenanteil der Verkäufer zu holen. Denn bei uns in der Alpenrepublik hegt man nach wie vor eine Liebe für Kombis. Besonders stolz ist Volkswagen auf das neue HMI. HMI bedeutet dabei Human Machine Interface und bezeichnet dabei die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Oder einfacher ausgedrückt, das Bedienkonzept. Das Bedienkonzept des VW ID.7 ist ein sehr interessantes. Nach ID.3, 4, 5 hat man ja schon einiges gezeigt, doch bei Nummer 7 soll es um einiges intelligenter werden. So gibt es auch intelligente Luftströmer, die Sie einzeln elektrisch ansteuern lassen oder auf Wunsch das Ganze auch selbst erledigen. Auch das Bedienen selbst soll wesentlich einfacher und übersichtlicher sein. Ob es dann wirklich so ist, das muss man halt ausprobieren. Und sobald der VW ID.7 in unsere Testgarage fährt, werden wir euch ausführlich darüber berichten. Jetzt unbedingt dranbleiben für diese Themen. Gleich in Go, wir fahren den brandneuen Audi SQ8. Go wird präsentiert von GoDrive. Alle Autos auf einen Klick.